Und dann geht's hier wieder zurück. Und was wir hier jetzt halt auch Schönes haben, ist in diesem Steinbruch, wir haben halt wirklich alle möglichen unterschiedlichen Steinformen. Also nicht alle, aber einige. Und natürlich auch ein lustiges Experimentierfeld. So, dann können wir die nächste schon wieder nehmen. So, und da haben wir ja noch eine Reihe vergessen, die sollte man vielleicht auch wegmachen. Und dann würde ich hier oben das Ding wegschieben. Genau. Super. Kann man das gleich eigentlich hier so machen? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. So. Hey Hundi, darf ich vielleicht mal? Danke. So. Und dann wäre, ja, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ihr seht hier schon, ich mache jetzt irgendwie so ein bisschen Stufen rein. Ich habe gedacht, das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, wenn ich dann halt so nebenher laufe. So, warum auch immer. Ich dachte einfach, dann können wir quasi pro Gang ein paar mehr Steine mitnehmen. Natürlich nur, falls es das auch wirklich hergibt. So, da kommt noch das Ding weg. Und dann haben wir halt mehr wirklich diesen Grubeneffekt, den ich ja eigentlich von dem Ding hier haben will. So. Genau. Wunderbar. Und dann sieht es mir schon sehr nach Grube aus, zumindest so ein bisschen. Jo. Okay. Wir könnten den ganzen Spaß natürlich auch irgendwie so noch ein bisschen noch grubiger machen, indem wir das quasi so machen würden. Zack, 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 zack. Und das später dann quasi einfach alles einsammeln. Aber ob das jetzt wirklich effizienter ist, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist mit diesem Grubengelaufe schon nicht so uneffizient so. Also quasi so, wie ich das gerade hier gemacht habe. So. Genau, das glaube ich eigentlich schon, dass das gar nicht so uneffizient ist. Und deswegen würde ich das eigentlich auch fast so weiter treiben wollen. Und damit komme ich ja eh automatisch immer ein Stück weiter raus. Und müssen uns auch nicht so wirklich viel Gedanken um die drüber gestapelten Dinge machen. So. Und wie auch immer, also wie gesagt, ich bin der Meinung, das klappt eigentlich relativ gut da. So. Und wir kriegen auch eigentlich relativ viel mit. Schön. Schön, schön. Also, ich hau hier so ein paar Felsen weg, wie auch immer, weil wir die ja für unsere geile Burg da hinten brauchen. Wobei wir die jetzt ja natürlich erstmal nur die Grundmauer hinziehen. Wir müssen ja eh noch überlegen, ob wir da nicht noch ein paar andere Dinge ein bisschen cooler machen wollen würden.
So, und dann geht es hier ja wieder weiter, dass wir quasi sagen, jo. Normale Reihe, untere Reihe, ein Hochziehen, rüber zwirbeln, tralala, pu pu pu, pu pu pu, papapa. So, hier die raushauen, den raushauen. Und dann kommt der nächste. Und wenn die Spitzhacken dann mal weg sind, dann würde ich sagen, dann versuchen wir mal wieder ein bisschen unsere Burg weiter zu hauen, zu bauen. Und den Hasenbraten da, den können wir vielleicht auch noch mitnehmen. So. Dann können wir den dann nämlich hier weghauen. Und dann geht's hier den weg. Und so kommen wir jetzt halt wirklich einen nach dem anderen wirklich darunter. Darüber, da hoch und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Niveau von der Stufe hier. Das heißt, wir können, das wollte ich gerade nicht. Wir können dann wirklich auch weitermachen und die Treppen, die wir da momentan haben, auch wirklich weghauen. Die Kohle kommt natürlich mit. Die mögen wir ja, die Kohle. Wir sind ja voll kohlegeil. Deswegen monetarisieren wir ja auch nicht. Und ja, was soll ich sagen und nicht lügen? Irgendwer muss wen betrügen. So. Wunderbar. Und dann bin ich hier eigentlich fast versucht zu sagen. Zack. Den machen wir noch weg. Zwei, drei und vier. Und wunderbar. Und dann haben wir das hier auf jeden Fall schon mal. Und das war quasi irgendwas, was ich ja eh haben wollte. So, weil es Teil dieser Grube ist. Und die würde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal auffüllen wollen. Wobei das hier schon cool aussieht und ich mir überlege, was ich damit anstelle. Für den Anfang jetzt aber erstmal nichts. Wo steht denn die Sonne? Die Sonne steht schon wieder da hinten. Das heißt, es wird eigentlich auch schon wieder Zeit, ins Bettchen zu gehen. Bevor wir das aber machen, würde ich hier noch ein paar Sachen mitnehmen. War da schon wieder ein mieser Creeper, ey? Und das Pferdchen hat mich jetzt gerettet quasi davor. Ey, das ist doch alles nicht wahr. Okay, also warte mal. Ich muss dann zwei Felder leer machen, damit ich euch beide mitnehmen kann. Dann würde ich dich hier nochmal hinsetzen. Und dann würde ich dich nochmal hier hinsetzen. Und dann würde ich sagen, alles was in der Kiste. Ja. Das ist doch assig. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, was noch in der Kiste war. Insofern trifft mich das jetzt wahrscheinlich nicht so hart. Aber es ist trotzdem assig. Muss ich sagen. Extremst assig. Okay. Also, wir düsen ins Bettchen. Tür ist zu, Tür ist zu. Und gute Nacht. Gute Nacht. Ich kapiere nicht, was da los ist. Also die Motion Detection ist manchmal so ein bisschen leicht am Eimer. Okay, so, also was kann ich denn hier noch wegtun? Ich kann hier die Setzlinge wegtun. Das war gut. Und dann würde da hinten, würde ich die Steine reinhauen. Also erstmal den da, den da. Komm weg mit den Steinen.
Kohle hier auch. Die Steine. Weiße Wolle, wo auch immer die jetzt herkommt. Und Pilze. Ach, aus der Kiste natürlich. Ach komm, die Kohle kann man da lassen. Und dann würde ich da unten ebenfalls die Reste der Kiste mitnehmen. So, und dann nehmen dich mit. Dich mit. Und dich mit. Wobei ich ja die Steine schon gerne im Steinbruch gehabt hätte. Muss ich sagen. Okay. Gut, also momentan ist hier keiner. Kein Creeper. Das ist schon mal schön. So, und dann ist jetzt die Frage, von oben nach unten oder von unten nach oben? Momentan arbeite ich mich ja von unten nach oben. Naja gut, aber hier würde ich jetzt eigentlich fast sagen, müsste ich das so machen. Okay. Die nächste bitte. Und dann würde ich mich aus der Stelle wieder nach oben arbeiten. So, weil es ja wirklich darum geht, dass ich ja aus dieser Grube immer noch rauskommen können muss. Kohle und Kohle, die nehmen wir mit, das ist immer fein. Das ist eine schöne Geschichte. So, dann würde ich dich nochmal wegmachen. Und dich und dich. Und dich und dich und dich. So, und dann kommst du weg und dann hätten wir diese Korrektur auch schon wieder propagiert oder übertragen oder weitergeführt oder was auch immer. Und dann bedeutet das auf Deutsch, dass der hier weg muss und der muss weg und der muss weg und so weiter. Und dann korrigieren wir quasi die Stufen. So, und dann, aber wenn wir dann so Creeper hätten eigentlich, bin gerade am Überlegen, und wir dann von denen relativ viel Schwarzpulver bekämen, dann könnten wir hier, also richtig steinbruchmäßig, Felsen absprengen. Das wäre ja voll cool, du. Okay, hier bitte. So, der. Und dann wäre das hier quasi wieder die Ecke. Und dann geht es ja natürlich wieder nach hinten los. Aber erstmal hier so runterziehen. Weil wie gesagt, es ging uns ja erstmal wirklich nur um die Stufe. Und das Korrigieren dann von den oberen Dingern, das können wir dann wieder, wie gesagt, wieder von unten machen. Das ist ja nicht so das Drama. So. Und zurück damit. Ja, und so graben wir uns halt schichtenweise immer einen weiter nach außen und erreichen dann halt hoffentlich, dass wir relativ fix relativ viele Steine bekommen. Genau. So. Oder so ähnlich.
Gut, also. Dann hätten wir das hier auch erreicht. Muss ich da hinten korrigieren? Ja, muss ich. Das ist eine feine Geschichte. Geschichte. So, und jo, also, wie gesagt.